Hallo, wir sind Sophie und Eva vom ZLW, IMA und IFU der RWTH Aachen. Wir wollen heute herausfinden, was die Leute eigentlich über Diversity wissen. Und los geht's! Nein. Ja. Schon mal gehört, aber ja, könnte ich jetzt nicht. Ja, im Kinofilm habe ich das mal gehört. Klar doch. Diversity. Ja, ich denke schon. Nein. Ja, kenne ich. Ja, auf jeden Fall. Schon mal gehört, könnte ich aber jetzt gerade nicht sagen, was es ist. Wenn man es auf Personen bezieht, dann bezogen auf Religion, Kultur, Alter, Geschlecht. Einfach möglichst viele Kulturen in möglichst kleinem Raum zu finden, sodass es alles ein bisschen bunter wird. Also, dass jemand unterschiedlich ist, also ja, anders? Große Vielfalt in allen Lebenssituationen, Bereichen. Das ist Diversity zum Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel für Diversity, ne? So Zusammenkommen von verschiedener Art von Menschen oder Vielfältigkeit nenne ich auch Diversity. Diversität auf Deutsch, also Verschiedenheit, würde ich mal behaupten. Diversity bedeutet für mich, dass verschiedene Gruppen zusammenarbeiten und nicht nur zum Beispiel weiße mit 30er Männer. Es ist auch eher kulturell, dass diese Verschiedenheit auch mit der Vielfalt einherkommt. Und so die verschiedenen Kulturen auch, dass auch jede Kultur was wert ist. Das kommt bei mir mit dem Begriff Diversity auf jeden Fall direkt einher. Everybody being different and being who they are, individually. Yeah, a healthy mix of lots of different demographics. Na, das war ja schon mal ganz außerordentlich. Aber jetzt bist du dran. Wo erlebst du denn Vielfalt in deinem Uni-Alltag und das ganze bunte Treiben an deiner Hochschule? Wie kann man das denn eigentlich besser machen? Wir wollen dein Video und du sollst uns deine Meinung sagen in nur 90 Sekunden. Bewertet wird dein Video dann von unserer kompetenten Jury nach den Kriterien Inhalt, Gestaltung und Kreativität. Zu gewinnen gibt es ein iPad oder ein iPhone. Es lohnt sich also. Werd kreativ, du bestimmst, was läuft. Wir sehen uns und viel Spaß!